Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute gibt's mal ganz Marie untypisch eine Morgenroutine. Ich bin gerade auf einem Roadtrip durch Sardinien mit meinem Freund und ich dachte mir, es könnte vielleicht ganz interessant sein, euch mal meinen Morgen aus dem Wohnmobil zu zeigen. Da das Ganze ja ein Urlaub ist, schlafen wir eigentlich immer aus und wachen einfach auf, wenn wir aufwachen. Also wir stellen uns ausnahmsweise mal keinen Wecker. Trotzdem beginnt jeder Morgen ungefähr gleich. Ich trinke immer erstmal ein bisschen Wasser und dann greife ich zu meinem Handy und schaue da ein bisschen rum, was so über Nacht passiert ist. Meistens nicht so viel über Nacht passiert, aber ich schaue eben einfach so ein bisschen durch Instagram und Twitter, Facebook, YouTube und so weiter eben. Aber nicht allzu lang, denn wie das so ist, wenn man unterwegs ist und fast nie WLAN hat, ist das Internet auch schnell mal aufgebraucht. Dann schaue ich immer erstmal nach draußen, wie denn das Wetter ist. Und Leute, ich sage euch, es gibt nichts Herrlicheres, als aus dem Bett direkt aufs Meer schauen zu können. Ja, das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Anschließend geht's in die Küche. Das klingt jetzt so, als wäre das ein extra Raum. Das ist im Wohnmobil kein extra Raum. Aber ich setze dann erstmal Wasser auf für Tee und für Kaffee. Und die Kaffeekanne, die kriege ich meist nicht alleine auf. Und schon gar nicht, wenn ich gerade erst aufgestanden bin. Was soll ich da groß erzählen, ist eben Tee und Kaffee machen. Das Besondere im Wohnmobil im Vergleich zu unserer Küche zu Hause ist, dass wir hier einen Gasherd haben und da musste ich mich am Anfang auch erstmal ein bisschen dran gewöhnen, weil das keinen elektrischen Anzünder hat und ich habe mir schon die Härchen an meinen Fingern ein bisschen abgekokelt, aber nicht schlimm. Also immer schön aufpassen, ihr Lieben, wenn ihr mit dem Feuer irgendwie da rumhantiert. Wenn das erledigt ist, geht's ins Badezimmer. Auch das ist eigentlich kein wirklich extra Raum, aber man kann diese Tür so zumachen, dass so eine Art kleiner Raum entsteht. Das gefällt mir immer sehr gut, muss ich sagen. Dann wasche ich erstmal mein Gesicht. Wir haben hier im Wohnmobil ganz normal einen Wassertank und deswegen auch fließendes Wasser. Und dann kann man sich fast fühlen wie zu Hause im Badezimmer. Erstmal ein bisschen Rosenwasser aufs Gesicht und warten, bis das eingezogen ist. Und dann darf natürlich Sonnencreme nicht fehlen. Ich probiere hier gerade eine neue Sonnencreme aus. Bisher bin ich ganz zufrieden. Die ist allerdings ziemlich flüssig, wie ihr sehen könnt. Aber eigentlich ganz angenehm auf der Haut. Meine Haut hat zurzeit irgendwie so ein paar Zickenprobleme. Deswegen musste ich hier mal ein bisschen rumprobieren. Und dann natürlich auch noch ein Sonnenlabello mit Lichtschutzfaktor 50. Den trage ich aber öfter am Tag mal auf. Meist kocht in der Zwischenzeit dann das Wasser, deswegen kann ich dann den Tee aufsetzen und auch den Kaffee von der Flamme runternehmen. Dann kann das Ganze schon mal ziehen, also der Tee, nicht der Kaffee. Und ich kann wieder zurück ins Badezimmer gehen und mich meinen Haaren widmen. Die trage ich in letzter Zeit eingeflochten nachts. Ich bin sehr stolz auf mich, dass das geklappt hat. Allerdings hat man dann morgen so ein bisschen Mess auf dem Kopf, deswegen dann erstmal Haare bürsten. Und dann knuddel ich sie mir irgendwie hoch, bis ich entschieden habe, was ich an dem Tag mit meinen Haaren mache. Das kommt auch immer ein bisschen drauf an, was wir dann vorhaben. Wenn wir kiten gehen oder so, dann muss ich sie mir anders zusammenbinden, als wenn wir jetzt zum Beispiel nur irgendwo irgendwas anschauen. Ich präsentiere, das ist mein Kleiderschrank hier im Wohnmobil. Der ist über dem Bett, sind einfach so ein paar Fächer. Und das ist hier gerade ungewöhnlich ordentlich drin. Eigentlich fliegt da beim Fahren nämlich alles immer rum. Dann umziehen und wieder ab in die Küche. Wir trinken unseren Kaffee und Tee gerade immer aus Gläsern. Das hat sich spontan ergeben, weil wir die unterwegs gekauft haben. Und irgendwie macht das Spaß, den Kaffee oder den Tee da draus zu trinken. Und dann geht's ans Frühstück, beziehungsweise erstmal Frühstück richten. Hier habt ihr einen kleinen Einblick in unsere Schubladen und Schränke. Und das ist unser Esszimmer, also einer muss immer auf dem Fahrersitz sitzen, den kann man so rumdrehen. Wir haben auch einen Kühlschrank und wer kennt das, dass man lieber alles auf einmal trägt, als dass man zweimal läuft? Ja, und dann fällt eben auch manchmal was auf den Boden. Wenn wir dann ganz fancy unterwegs sind, gibt es vielleicht sogar auch noch frische Eier. Auch wieder auf dem Gasherd, ohne verbrannte Finger diesmal. Also man kann sich auf jeden Fall ein richtig schönes Frühstück bereiten, auch wenn man im Wohnmobil unterwegs ist.
Und unsere ganz professionellen Eierbecher, aka Schnapsgläser, sind natürlich auch dabei. Und dann heißt's Frühstücken. Ich bin übrigens zurzeit ein Riesenfan von diesem Rote-Bete-Apfel-Meerrettich-Aufstrich. Erstens mal hat der eine richtig schöne Farbe und zweitens mal schmeckt das echt lecker. Und das war meine Aussicht bei dem Frühstück. Eine nicht so schöne Aussicht ist anschließend natürlich der Abwasch. Wir haben hier natürlich keine Spülmaschine. Ich weiß gar nicht, gibt es Wohnmobile, die eine Spülmaschine haben? Wenn man auf einem Campingplatz ist, dann kann man da natürlich an der jeweiligen Spülstation spülen. Ansonsten machen wir das im Wohnmobil und versuchen so wenig wie möglich Wasser zu verbrauchen. Und dann wird alles wieder schön aufgeräumt. Anschließend kann man die Geschirrtücher wunderbar in die Sonne hängen zum Trocknen. Das ist auch sehr praktisch, muss ich sagen. Und dann geht's ans Zähneputzen. Ich habe hier gerade so eine verrückte Zahnbürste von Oral-B, die irgendwie mit Batterie funktioniert und dann so ein bisschen vibriert wie eine elektrische Zahnbürste. Ist irgendwie ganz cool, aber keine Ahnung, ob das wirklich notwendig ist. Und anschließend geht's dann an den Laptop, entweder noch Vlog schneiden, E-Mails machen, Video bearbeiten, was auch immer. Und wir checken den Wind, weil wir eben beide Kitesurfen, wie der so sein soll. Und was wir auch dabei haben, ist so ein Kitesurf-Guide. Der ist nach Ländern sortiert und da sind verschiedene Kitespots drin aufgelistet. Da kann man sich immer ganz gut ein bisschen orientieren und entweder wir fahren dann irgendwo hin oder machen sonst irgendwas. Aber das ist so jeden Morgen gleich eigentlich. Das war meine Morgenroutine. Wenn ihr gerne wissen möchtet, was wir sonst noch so hier machen auf unserem Roadtrip, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr bei unseren Vlogs vorbeischaut. Die sind echt richtig, richtig schön geworden. Also könnt ihr jetzt einfach hier draufklicken und das auschecken. Ansonsten sind die auch nochmal in der Infobox. Meinen Kanal könnt ihr sehr gerne hier abonnieren. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr im Video einen Daumen nach oben da lasst, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.